irgendwo ein neues Nest hingekommen sein. Da müssen wir mal gucken, dass wir da mal uns drum kümmern bald. Ich weiß ja nicht, ob da. Haben wir da eine Munitionsversorgung, eine automatische? Nee. Dachte ich mir nämlich fast. So, Stahl haben wir jetzt auch ein bisschen was mitgenommen. Und eine Eisenplatten hier absnacken. Also prinzipiell kannst du jetzt an diesem Bahnhof Dings wie heißt das Zeug? Das Plastik, den Kunststoff ausladen. Ja gut, um diese Dinger mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, um ehrlich zu sein. Okay, die Steinwand können wir dann immer noch machen. Hi. Wie sieht es denn bei unserer Eisenproduktion aus? Also was ich da an Erz vorhin gesehen habe, läuft es super. Das Erz ist voll mit, also die Bänder sind voll mit Erz. So. Das ist eigentlich schon mal ganz nice. Und Eisenplatten scheinen auch so gesehen gut anzukommen. So. Rohre. Ich brauche mehr Rohre. Die hätte ich schon mal auf dem Weg hier basteln können. Ich trottel. Okay, ich habe genug für mehr als 1000 Rohre. Awesome. So. So, das hätten wir auch. Das heißt, er kann jetzt das produzieren und dann halt Ah, dich. hier mit einschleusen, wenn das hier rauskommt. So, und dann können wir daraus nämlich noch Petroleum herstellen. Bitte brauch jetzt nicht auch noch Wasser. So, du sollst. Alter, das ist so eine Scheiße. Ihr könnt mich mal, ey. Ihr Ficker. Wie komme ich jetzt hier an Wasser? So, dann braucht er noch Strom. Warum verwenden wir eigentlich keine Landminen? Weiß ich nicht. Bringen die was? Weiß ich auch nicht. Hä, wieso kommt da jetzt kein Wasser an? Oh, weil ich doof bin. Sehr gut, dann produziert er auch. Produzierst du mich? Dann produziert er auch Petroleum. Ja, ohne Spaß. Es sieht immer so aus, als wäre das voll geordnet, was ich hier mache. Hab voll immer so den Plan, aber es ist eigentlich totales Chaos. Das glaube ich dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt Petroleum raus. Das kann hier hin. Und kann es sogar einen schon davor. Ja, so. Und keine normalen Rohre. Hier kommt Petroleum raus. Ja, und jetzt habe ich hier eine schöne Petroleumproduktion. Vor allem, weißt du, was das Witzige ist?
Ich habe hier eine Ölraffinerie, ne? Ich brauche ja Petroleum. So, ich habe eine Ölraffinerie, die produziert, ich habe diese erweiterte Raffinerierung, ne? Das bedeutet, ich produziere mehr Petroleum, habe wenig Schweröl und normal viel Leichtöl. Aus dem Schweröl mache ich noch mehr Leichtöl und aus dem Leichtöl, also aus der Fabrik und aus der Herstellung, mache ich Petroleum. Das heißt, ich habe hier alles so angeschlossen, dass ich nur Petroleum als Produkt habe. Und dass eigentlich auch nichts übrig bleiben dürfte. Also keine, ich brauche keine Tanks für Schweröl oder für Leichtöl, weil ich das alles direkt wieder gleich benutze. Das musst du dir hier mal angucken kommen, damit du weißt, was ich meine. Das hat dir wahrscheinlich gar nichts gesagt. Nein, ich komme gleich. Ja. Jetzt brauche ich nämlich nur Petroleum und Kohle. Das wäre doch awesome. Habe ich noch, kann ich noch so eine Fabrik herstellen? Oh, ich kann noch 64 davon herstellen. Oh, ich hatte sogar noch eine. Das war doof, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, ich pack das Kernstück mal hier hin. Kohlen und Petroleum. Oh shit. Was los? Ah, ich habe zu viele Sachen gleichzeitig aufgenommen. Kann ich so ein Gerät bauen? Jawohl, kann ich. Easy game. So, und dann kommt da Plastik raus. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir das dann an den Bahnhof anschließen, alles. Aber bist du da oben gerade? Ja, dann kannst du ja gleich mal runterkommen. Alter, du machst die ganzen Bäume weg. Okay, da oben haben wir theoretisch schon einen Bahnhof. Ja, aber der ist für Kupfer, den sollten wir nicht Ja, anrühren. dann, ich mache 9. Oder du, oder je nachdem. Wieso macht er das nicht? Wieso packt er da keine Kohle rein? Ach, er hat schon Plastik produziert, deswegen. Ob es reicht, um zweimal das herzustellen? Werden wir dann noch herausfinden. Was haben wir da unten? Da machen wir nur Kunststoff, ne? Nur Plastik. Ich habe hier alles auf die Plastikproduktion abgestimmt, quasi. Oh, Inventar ist voll. Oh. Kann man auch Sachen wegwerfen? Also so auf dem Boden. Ja, ich glaube, irgendwie ging das. Aber wie? Ja, das ist jetzt die Frage. Habe nämlich ein Problem. Und zwar. Und zu viel Holz.
Oh, ein eigenständiges System. Hast du den Plan dahinter verstanden? Ach so. Ja. Das ist alles nur für diese Fabrik. Und guck mal, das hier ist das, was ich meine bei der Fabrik. Der produziert drei Produkte. Das ganz rechte Petroleum brauchen wir. Aus dem ganz linken, den dunklen, das ist Schweröl, macht er Leichtöl. Und aus dem Leichtöl, was da hergestellt wird, und aus dem, was aus der Fabrik kommt, aus der Raffinerie, macht er nochmal Petroleum. Ist doch super. Ja, und so haben wir quasi keinen Kreislauf, keinen Verschwendung. Wir müssen nicht zwischenlagern. Es kann natürlich sein, dass ein Produkt dann in Überfluss da ist, zum Beispiel hier das Leichtöl. Aber das kann uns ja egal sein. Am Ende kommt genug Petroleum. Ich habe ja immer Petroleum rausgemacht. Genau. Ja, das ist gut. Und ich glaube, es würde sogar reichen, um hier noch eine zweite Plastikfabrik sogar hinzubasteln. Ja, probier aus. Ja. Ja, auf jeden Fall gut. Ja, gucken wir mal, wie wir das dann machen. Okay, heißt, ich kann hier so ein Fließband einfach gerade hochziehen, ja? Wohin? Ich hätte das jetzt hier so gerade hoch, wo ich stehe, gerade hochgezogen. Und dann? Willst du doch da oben an den Bahnhof? Ach, da hast du gerade ein neues Ding hingebaut. Ja, perfekt. Ja. Mach doch. Sehr gut. Oder hätte ich jetzt noch eine Schiene hier runterlegen sollen? Musst du nicht zwingen. Warum wartet ihr denn da? Das soll doch gar nicht so sein. Ein Fehler. So. Das Petroleum scheint irgendwie bisher auszureichen. Jetzt werden wir schon wieder angegriffen. Will der mich verarschen? Aber da ist okay. So. Das Plastik kommt da jetzt oben an. Sehr schön. This is so beautiful. Schon viel angenehmer mit Nachtsichtgerät, merke ich gerade. Aber was ist denn hier los? Der Strom nicht mehr aus. Nee. Okay, dann muss ich mir gleich noch was einfallen lassen. Oder halt einfach noch eine zweite Dampfmaschine. Achso, ja, klar. Wow.
Oha. Was denn? Ja, ich habe eben kurz was repariert, so gesehen. Ja. Und das hat dafür gesorgt, dass das Kupferband fast komplett leer geräumt wurde. Oha. So.